Hallo Leute und herzlich willkommen zum, ja, zweiten Infovideo von dreien, was ich ja angekündigt habe. Gestern gab es ein Video zu The Voice, ja. Vielleicht lohnt es sich noch, das gerade anzuschauen, weil ich glaube, das Crowdfunding läuft aktuell noch. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Heute jedenfalls geht's um die Gamescom. Die Gamescom 2019. Ja, das ist das Jahr, was wir gerade haben. Falls ihr das noch nicht wusstet, habt ihr wieder was Neues gelernt. Und über die möchte ich sprechen, denn ich bin auf der Gamescom 2019. Wenn es ein Event gibt, wo ihr relativ sicher sein könnt, dass ihr mich da in Zukunft trefft, falls ihr jetzt für diese Gamescom keine Tickets mehr bekommen habt, dann ist es die Gamescom. Weil das ist irgendwie so mein kleines Baby, da gehe ich sehr gerne hin. Da sind viele Leute, die ich von früher kenne und auch viele neue Leute. Und ja, ich bin auch jemand, der nicht wegen den Spielen hingeht, sondern vor allem, um die Leute zu treffen. Ist auch ganz cool, so in den Hallen umherzuschmökern und so weiter und so fort. Aber vor allem bin ich wegen den Leuten da. Und deswegen, wenn ihr auch da seid und Bock habt, mich zu treffen, können wir das sehr gerne irgendwie in die Wege leiten. Denn ich bin alle Tage da, außer Dienstag. Dienstag ist, glaube ich, für Fachbesucher oder so, ne? Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich da und werde eigentlich von relativ früh morgens bis zum Ende da bleiben, die meiste Zeit. Deswegen, wenn ihr da seid, twittert mich an, Instagramt mich an oder so, schreibt mir irgendwo eine Nachricht, wo ich sehe, und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich werde auf jeden Fall auch immer versuchen, meinen Standort zu teilen, wenn ich gerade Zeit habe. Also manchmal habe ich bestimmt auch Sachen vor oder treffe gerade Leute oder sowas, ne? Dann werde ich nicht unbedingt jedes Mal meinen Standort teilen. Aber ansonsten werde ich immer posten, wir sind bei Halle so und so, kommt da gerne hin, da sind wir jetzt für ein paar Minuten. Das Problem ist natürlich, ne, ich poste das und bis ihr das seht und dann auch da seid, kann es schon wieder sein, dass wir schon wieder weitergezogen sind, ne? Dann müsst ihr so eine kleine Schnitzeljagd veranstalten. Aber ich bin mir sehr sicher, jeder, der mich treffen will oder den ich auch treffen will natürlich, ne, weil ich kenne ja auch viele Leute von euch, der wird das auch hinbekommen. Und wenn ihr es nicht schaffen solltet und oder auch wenn ihr nicht auf der Gamescom seid, aber in der Nähe von Köln, gibt es am Samstag nochmal ein Community-Treffen. Und das wird außerhalb der Gamescom stattfinden und zwar nach der Gamescom, also am Abend. Ich denke 18 Uhr, 19 Uhr, irgendwie so in dem Dreh in der Nähe des Doms. So machen wir das normalerweise immer. Ich werde das auf jeden Fall mit Blocky noch besprechen, weil Blocky ist auf jeden Fall auch immer da. Blockys Community kommt dann auch rum. Wir teilen uns die ja zur Hälfte. Und ja, das wird dann so ein kleines Flocky Community-Treffen. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr auf jeden Fall auch sehr gerne kommen. Wir werden das auf jeden Fall auf Twitter, auf Instagram, auf Discord definitiv teilen, wo und wann das stattfinden wird. Und dann wird das ein sehr, sehr cooler Abend. Zumindest waren das die letzten zwei Treffen, die wir gemacht haben auf den Gamescoms. Da gibt es auch sehr coole Bilder, die werde ich hier hoffentlich einblenden. Und es war sehr schön, es war sehr schön. Also das erste Mal war schon cool, das zweite Mal war richtig, richtig nice. Und mal sehen, wie das dritte Mal werden wird. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine Person seid, die super schüchtern ist oder so und Probleme hat damit, andere anzusprechen, habt keine Angst vor mir. Ich habe mehr Angst vor euch, weil ich bin auch ultra schüchtern. Man merkt es mir vielleicht in den Videos nicht an, aber, und man wird es mir vielleicht auch nicht auf der Gamescom anmerken, weil auf der Gamescom ist immer so eine Situation, wo ich irgendwie komplett aufgedreht bin, weil super viele Massen und keine Ahnung, da dreht mein Kopf immer durch, sag ich mal. Da kriege ich, das ist die einzige Phase im Jahr wahrscheinlich, wo ich meine extreme Schüchternheit überwunden bekomme. Und ja, deswegen habt auf jeden Fall keine Angst. Ich verstehe absolut, wenn ihr nervös, wenn ihr schüchtern, wenn ihr irgendwas seid, weil ich bin auch nervös, wenn ich irgendwie was einkaufen gehe und an der Kasse stehe und mit Menschen interagieren muss, Alter. Das ist die Hölle für mich, okay? Aber, ne, nur damit ihr Bescheid wisst, ich verstehe euch. Wenn ihr aufgedreht seid, verstehe ich euch nicht. aber ich denke, wir werden alle super klar miteinander kommen. Und ich freue mich drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns treffen könnten, wenn wir uns sehen würden, weil das für mich die Zeit im Jahr ist, wo man der Community am nächsten ist, wo man auch mal die Gesichter zu den ganzen Namen in den Streams, unter den Videos und so weiter kennenlernen kann. Deswegen, wenn ihr auf der Gamescom seid, kommt rum, wenn ihr in Köln und so weiter seid und Samstag Zeit habt, dann kommt auch sehr, sehr gerne rum. Würde ich mich freuen. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also zumindest habe ich mir jetzt nichts weiter notiert. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich denke, wenn ihr irgendwo informiert werden wollt, dann ist
Twitter die beste Adresse, weil auf Twitter, es kann immer sein, dass ich so ein paar Internetprobleme habe und so, und die Tweets gehen halt am schnellsten raus, so schneller als eine Insta-Story oder irgendwas auf Discord. Deswegen, Twitter ist, denke ich mal, die wahrscheinlichste Adresse, wo ihr informiert werdet. Aber auch Discord, Instagram, das sollte alles funktionieren. Und ich versuche auch daran zu denken, das Community-Treffen, wann das stattfindet, auf YouTube zu posten. Da gibt es ja auch so einen Community-Tab. Den könnt ihr dann theoretisch Samstag auch nochmal im Auge behalten. Ich hoffe, dass wir das vor Samstag klären. Also so Mittwoch, Donnerstag, dass ihr da spätestens die Info habt. Ich habe ja mit Blocky wieder eine lange Autofahrt vor mir am Montag. Und demzufolge können wir vielleicht auch da schon mal drüber sprechen und einfach irgendwas fix abmachen oder so. Ne, damit ihr Bescheid wisst. Gut, dann könnt ihr jetzt sehr gerne noch in die Kommentare schreiben, wer alles von euch da ist, wen man erwarten kann zu treffen. Und ansonsten, wenn ihr mich trefft, werdet ihr sehr wahrscheinlich auch ein paar Mods oder so treffen. Also Blocky wird wahrscheinlich 80% der Zeit mindestens mit mir rumgammeln, beziehungsweise ich mit Blocky. Und auch Hudel, Batzi, Roindy, Alterne und so weiter, die sind, glaube ich, auch alle da oder zumindest dann spätestens auf dem Community-Treffen. Einige zumindest. Deswegen könnt ihr auch die Mods vom Discord, von Twitch und so weiter vielleicht mal treffen, wenn ihr da Bock drauf habt. Den legendären Hudel, Alter, den Champ vom AB1, den wollt ihr doch nicht verpassen, oder? Guti, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen dann das letzte Infovideo und dann sind wir damit erst einmal wieder durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin und tschüss und euch eine schöne Gamescom und wenn ihr nicht hingeht, dann trotzdem schöne Tage. Videos sind vorbereitet, bestimmt.